Hi, servus Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Night of the Dead. So, letzten Vorbereitungen für die Reise. Wir werden heute diese Storyline wieder ein Stück weiter folgen. Es wird langsam eng hier für mich. Und da wäre es doch gut, wenn der Fluchtweg schon mal ein bisschen geplant wäre. Dann habe ich jetzt gesehen, dass ich in Forschungspunkten schwimme. Ich habe jetzt hier schon den dritten Stack angefangen. Ich kann jetzt im Prinzip alles raushauen hier. Dünger herstellen, das beste Essen, was es gibt. Munition für ein Geschütz, was ich keiner leisten kann. Das hier unten brauche ich eigentlich nicht. Das haben wir verloren beim letzten Toten der Nacht. Ausweichen, Ausweichrate minus 15%. Gut, jetzt habe ich natürlich Forschungspunkte, weiß nicht wohin. Daher packe ich die jetzt einfach hier rein. Ich gebe jetzt alles aus. Das ist ja ein Forschungszweig, den ich eigentlich gar nicht benutze. Das ist ja dieses Parieren, dieses Blocken oder wie auch immer. Gut, hier braucht es ein Buch. Das habe ich unten in der Kiste liegen. Aber da wie immer die Zeit knapp ist, werde ich das jetzt einfach lassen. Forschungspunkte, ne, die stacken nur im Inventar so gut auf. Ich wollte jetzt gerade wegpacken, aber es bringt nichts. So, die Blätterfarm ist noch nicht durch. Konnte auch jetzt nichts mehr weiter auffüllen an Maschinen. Mir fehlt es einfach an Material. So. Das schon nahe. Er war schon auf der richtigen Seite. Na, die Hitbox aber ganz schön klein hier. So, als nächstes sollen wir ins Gefängnis gehen. Da wäre wohl noch ein Bauteil für die Geschichte. 24, 26. Wir hatten da ja schon mal geschaut. Das war ja so ewig weit weg hier unten irgendwo. 26, 24. Ja. Falsche Taste. Sowas in der Richtung. Das ist ja mega. Es ist jetzt 8 Uhr, vermutlich kurz vor 9, schätze ich es mal. Bin frei von Ballast, habe ein bisschen Essen dabei. Und der Punkt geht da hinten lang. Gut, also hinten im Wald, hier geht das so ein, ja, angedeuteter Weg rein. Nehmen wir den mal, der zeigt genau in die Richtung. Die Karte ist ja auch noch nicht aufgedeckt bei mir hier, keine Ahnung. Aber irgendwelche Straßen hier in dem Bereich sehe ich jetzt nicht. Also querfeldein, aber hier oben wohnt der Bär. Das soll ja kein Problem sein, Hausschwein. Also was ist alles am Leben, was ich sehe? Muss jetzt hier Vollgas geben. Da ist Wasser. Gut, den lasse ich nicht am Leben. Ich schätze mal, der zeigt keine Gnade mehr. Komplett ausgepowert im Bergerand. Kein Problem. So, das müsste ja gewesen sein. Bogen weg. Das Wasser sah da gerade eben noch näher aus, oder? Das ist schon ziemlich die gerade Linie, die ich jetzt hier laufe. Ja, mal schauen, vielleicht gibt es ja noch einen Landüberweg, keine Ahnung. Genau, wir lassen zwar alles leben. Aber das Metall muss ich natürlich mitnehmen, auf jeden Fall. Zumindest das, was so relativ auf meiner Linie ist. Ich werde jetzt nicht hier übelst zickzack laufen.
Das schenken wir uns dann mal heute. Jo, wir kommen ja auch so nicht an. Wenn so viel Metall hier liegt, sagt jetzt doch schon der Nächste. Da. So, stimmt, Stickies habe ich wie immer nicht dabei. Alles zu Hause gelassen. Müssen halt unterwegs noch ein paar Stickies aufnehmen für Pfeile. Alter! Spitzhacke mitten im Kopf, das steckt ja einfach so weg. Stirb doch! Nicht ich, du! Das gibt's doch nicht. Das muss doch wehtun. Also, wie soll sie diesen Tageshorder auf dem Weg zu mir? Ja, das war halt der schnellste von denen. So, der Markus da. Gut, dann mit der Tagesrate werde ich mich beschäftigen müssen. Die geben ja niemals auf, die laufen ja bis ins Gefängnis hinterher. Wow, dieser Rundumschlag, so geil. Okay, Richtung Marker. Aber die Metallfelsen noch mitnehmen hier. Hat mich da gerade einer angespuckt. Okay, ich hoffe, sowas mal langsam der letzte hier. Keine Zeit für sowas. Noch mehr Metall und da auch. Boah. Ja, ich weiß, dass das Gefängnis ein richtig großes Gelände ist. Und wenn man da alles mitnehmen will, wird das mehr Zeit brauchen, wie ich wahrscheinlich habe. So, aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ich geschwommen wäre. Ist schon so lange her, Monate. Weiß nicht. Laufen wir noch ein bisschen lang. Da hinten ist eine Landzunge. Schau, was nochmal auf die Karte. Wir laufen mal noch ein Stück. Jetzt der Marker leicht links. Vielleicht zu dieser Landzunge darüber schwimmen und dann da hoch oder so. Sieht aber weit aus mit Schwimmen. Oh wei. Die Landzunge ist zwar links, aber rechts ist dafür entsprechend eingedellt, das Land hier. Dass der Weg da auch nicht kürzer ist. Also ich gehe jetzt hier irgendwo rüber. Was halt fette Felswand. Okay, mal schauen. Wir schwimmen erstmal ganz langsam. Dafür braucht sie am wenigsten Ausdauer. Was der letzte von der Tageshorde hat jetzt aufgeschlossen. Das ist natürlich ein Schreier, ist klar. Da bin ich mal gespannt, wie der hier rüberkommt. Da läuft er da drüben. Also er geht nicht durchs Wasser, der. Oder? Jetzt kommt er runter. Nee. Den Landweg. Da unten ist er. Jetzt schreit er erstmal wieder. Ja, keine Ahnung. Haben wir leider keine Zeit für sowas. Ich
Ich werde jetzt hier zu dem Grünen da laufen. Fallen, mehr oder weniger. Metall. Vielleicht laufen die auch durchs Wasser. Unten am Grund lang. Weil die keine Luft brauchen zum Atmen. So, der Marker ist in die Richtung. Schau, ob die irgendwo hochkommt. Da war auch ein Metallfelsen. Lass ich jetzt schon Umweg, muss ich wieder 10 Meter zurücklaufen. Wollen sie mir los? So 9 hatte ich gesagt, ne? Also auf jeden Fall schon eine Stunde vergangen. Noch nicht mal angekommen. Das sollte ich jetzt mir auf jeden Fall mal anschauen und merken, zwecks meinem Rückweg. Weil ja, zu Hause ist ja im Prinzip noch gar nichts gerichtet, kein Stück. Ich muss noch Munition machen, Basis reparieren. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das heute mache mit diesem Gefängnis oder doch erstmal wieder Basisfolge. Ja, man schiebt es immer wieder auf, schiebt auf, dann wird die Base vielleicht beim nächsten Mal noch mehr zerstört, dann habe ich dennoch wieder weniger Zeit, kann wieder nicht los. Und so hockt man dann die ganze Zeit zu Hause, ist da quasi gefangen. Zeitlich gefangen. Also jetzt probiere ich das einfach mal, das wenigstens das Teil zu holen, was da gibt. Für das Journal. Für die Funkanlage oder was das ist. Boah, so viel Metall unterwegs. Sehr heftig. Gut, der Marker, da. Das Ziel nicht aus dem Auge verlieren. So, ein paar Stickies noch, hat man gesagt. Ich denke, ich werde da gut Pfeile verheizen in diesem Gefängnis. Das dürfte das letzte Journal sein, denke ich mal, was man da holen muss. Und daher schätze ich auch, dass sie das gut verteidigt haben mit. Ja, vier von den mittleren großen Zombies da. Jetzt geschafft! Ich kam jetzt aus der Richtung. Von da oben. Ist der jetzt echt hier hinten rum irgendwo über eine Brücke oder wie? Das glaube ich doch jetzt nicht. Ha. So, wie sah das aus mit dem Sticky? Ist hier heute war schon jetzt. Ist ja noch gar nichts. Naja, wenn mir im Gefängnis dann die Pfeile ausgehen sollten, muss ich halt nochmal raus da. Da steht mehr oder weniger im Grün. Wo ist der Marker jetzt schon wieder? Drei Büsche geschlagen und schon verlaufen, oder wie? Bin eigentlich schon da. Wo ist das Ding? Ach du Schreck. Bin ich hier falsch oder was? 23,7 zu 26. Hm.
Jetzt stört der mich noch. Das ist hier. Spinnen bist du zu tief, ne? Ist auch so blöd, dass man die Karte nicht ranzoomen kann. Dass dann immer die Zahlen verschwinden. Okay, ganz leicht verlaufen, aber es sollte jetzt nicht so ganz tragisch sein. Hab mich vielleicht jetzt. Keine Ahnung. Halbe Ingame-Stunde gekostet. Ich hoffe mal weniger. So, wenn ich dann 2 Stunden zurück brauche und auf jeden Fall noch 1 Stunde, um das alles zu richten, müsste ich ja dann spätestens 21 Uhr mich mal auf den Weg machen. Mein Rückweg sollte ja hoffentlich ein bisschen einfacher sein, weil ich da ja weiß, wo ich wohne. Da ist der Block. So, ich habe 2 Sekunden, euch das anzuschauen. So, ich muss weiter. Fallschaden, danke. So, soweit ich weiß, gibt es hier kein Loch in der Wand oder so, wie in dem Industriegebäude. Muss also durch den Haupteingang. Und da werden sie mir wahrscheinlich einiges davor gepackt haben. Na gut, den nehme ich auch mit her. Kaum ein Umweg. So, schon mal reingeschaut. Kupfer, 15 Stück. Das ist schon heftig, was da rumkommt. Ja, Vögel nehmen wir jetzt auch nicht mit. Keine Zeit dafür. So, die werden mich wahrscheinlich nicht vorbeilassen. Da einfach rein, oder? So, ich bin drin. Schau ich mal, was alles so kommt. 4 Stück habe ich aufgegabelt. Fünf. Naja. 6, 7, okay. Flammi lohnt sich jetzt doch langsam. Okay, alle mitkommen. Raus hier. So, das werden es ein paar mehr. Okay, das hat sich schon gelohnt. Ich dachte jetzt, wenn es bei 2, 3 bleibt, dann mach ich die halt mit den Pfeile weg. So, versammelt euch mal noch ein bisschen. Habt ihr jetzt meine Flamme abgebrochen? Was soll das? So, mal was essen soll ich zwischendurch, oder? Jo, das war schon gut. Das hätte schon wehgetan. Ach du Schreck, ist ja noch so ein richtiger Riese dabei. Da muss es der Bogen richten. Der Baseballschläger ist nicht so stark, wie ich mir das vorstelle. So, habt ihr Zeug verloren? Loot? Geht so, ne? Hier ist ein bisschen was. Ja, schön. Gut. Vollgeräumt. Muss irgendwo da hinten so eine Halle sein. Überleg gerade, da gab es einen Weg lang. Ich denke, am kürzesten ist es hier, aber hier sind bestimmt hier drin.
Ja, am besten ja wahrscheinlich gewesen reinrennen. Ne? Die waren gerade so schön versammelt. So. Aufschlagen, einfach draufhalten. Easy. Gut. Geregelt, aber ich bin schon gut kaputt. Dass mit dem Baseballschläger in den Nahkampf gehen, ist vielleicht doch nicht ganz so gut. Das ist eigentlich besser, oder? Wie geil. Moment. Ja gut, die verträgt ein bisschen mehr. Der auch. Ja, verliert halt viele, viele Pfeile, ne? Das ist eigentlich eine richtig schnelle Methode, die loszuwerden. So, ein bisschen was aufheben wenigstens. Auch ein bisschen was looten. Da ist die Frage, wie viel Zeit kann ich mir nehmen? Die Kisten lasse ich jetzt mal. Hier ist was Energieriegel drin meistens. So, Pfeile habe ich die meisten, so wie es aussieht. Weiter. So, bin mir nicht mehr sicher, in welchem Gebäude das war. So, ich dachte, du wärst im Gebäude. Ich hab die gehört. Vollkommen ignoriert. Ich dachte, es kommt von da innen. Warte, ich hier noch was liegen. Ui. Jetzt hole ich den ganzen Platz hier ran. Das gibt's ja gar nicht. Das hätte doch der Flammenwerfer sein können. Oh Mann. Ja, okay. Dann kommt halt. Lass mal ein Signalhorn oder sowas mitnehmen. Mal richtig Lärm machen. Dass sich alle versammeln. So, auf den großen hauptsächlich einbrückeln, der ist ja ein bisschen resistenter. Also die spawnen immer noch so schnell, darum hat man nichts geändert, schade. Also soweit ich weiß, oh hier ist ein großer gelber. In einem von den beiden Häusern. Da ist der gelbe, ich nehme das hier. Ich glaube, das sieht falsch aus. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall ist es voll. Hallo, lass mich mal wieder raus. Jetzt muss es. Oh, jetzt zu eng.
bin ich stuck in dem. Bin ich so stark, kann nicht schießen. Ah, Alter. Ja, ist ja gut. Lass mich raus. Das ist ja geil. Ah. Das war vielleicht doch ein bisschen zu viel Risiko, aber das mit dem Schießen, das war natürlich klar, dass es nicht geht, ne? Ohne Munition. Aber in der Position hätte man eh nicht schießen können. Weil man erst zielen muss. Und das geht heute nicht, wenn man da so gepuncht wird. Habt ihr jetzt endlich genug? Ui! Ah, war das eng. Oh Mann. Ja, ich muss noch der Gelbe da gefehlt, dass er sich noch mit einmischt hier draußen. So, das ist noch weit weg. Jetzt habe ich doch ein bisschen was gesäubert hier. Schau ich mal hier rein, aber. Ich bin falsch hier. Ich weiß, dass es ein viel engeres Gebäude war, wo die Zellen nur auf der rechten Seite waren. Jetzt hat er mich doch. Ach, da hinten hat sich versteckt. Hinter dem Baum, ey. Der war pinkeln, Mann. Okay, weißt du was? Oh, ein bisschen Flamme für dich. Kann ich dich viel besser treffen. Es kommen noch mehr. Ach, Mann. Die Tageshorde. Es waren aber nicht alle da, so wie es da sieht. Ich versuche es mit den Großen loszuwerden da. Ausdauer auffüllen. Da kommen noch mehr. Hoi. Weg hier. Mann, dieser Gelbe, der hält was aus, oder? Wie oft habe ich den jetzt schon angezündet? Zweimal, dreimal? Und dann noch zig Pfeile? Brauch ein Gewehr. Beziehungsweise Munition. Der lässt sie immer zu Hause. Keine Pfeile. Ach, du Schreck. Der hat die ganzen Pfeile. Elender Hund. Oder ein Pfeil dabei. Einer. Beziehungsweise zwei. Ja, das ist ja jetzt unschön. Wo sind die alle? Hier. Ist, weil die so schnell despawnen. Das ist so blöd gemacht, ey. Wer räumt die so schnell weg? Die Stadtreinigung wäre nie nimmer so schnell. Beide. Ja, ja klar, oder? Ein Pfeil hat noch gefehlt. Jetzt alles schön verstreut. Geil. Yes. Oh. Ja, die liegen halt jetzt hier überall von diesen 20 Zombies, die ich jetzt hier gekillt habe. Ich meine, jeden einzelnen Pfeil aufheben ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Aber ein paar hätte ich schon gern wieder. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwo was übersehen. Wo viele liegen. So, schätze mal, das Gebäude dann richtig. Sieht besser aus.
Oh, oh. Wir verschwinden hier. Da wartet schon der nächste und noch einer. Wo kommt ihr her? Von draußen, aus dem Walde kommen sie her. Der macht noch Randale. Komm raus. Weg ist er. Einfach so der Kopf geplatzt. Hat sich zu sehr aufgeregt. So, das Gebäude looten wir auf jeden Fall komplett. Ich bin der Meinung, das ist das, wo das Teil liegt. Und schon allein, dass ich das nicht irgendwie verpasse, übersehe. Nehmen wir alles mit. Ist einer drin, aber die Tür ist zu, ne? Lässt sich nicht öffnen. Aha, du Armer. So, hatte ich jetzt die vorhergehende Zelle geschaut, ja. Das wird wahrscheinlich schon oben liegen. Oder, ich habe mich natürlich komplett getäuscht, könnte natürlich auch sein, die haben das woanders hingepackt. Da ist es. Schau es an die letzte Zelle, ja? Große Kommode in der Zelle. Wahnsinn. VIP-Zelle. So, hier ist es schon mal. Tüdüm. Und hier ist noch das Teil für das Funkgerät eingepackt. Mobiltelefon. So, jetzt erstmal der Druck ein bisschen weg, weil jetzt haben wir das, was wir brauchen. Hier ist jemand in der Wand. Gehören da. So, ich hab dir geholfen. Du musst dich nicht bedanken. Alles gut. So, Pfeile, das sieht noch relativ gut aus. Stickies geht auch noch. Machen wir noch mal ein bisschen was. So. Gut, da wir jetzt noch Zeit haben, werden wir jetzt hier nochmal reingehen. Das ist ja eh schon ein bisschen gesäubert zumindest. Und halt hier nochmal schön durchlooten, ne? Hier gibt es noch so feine Kisten da. Habe ich nicht geschaut, was dabei war. Keine Ahnung. Ja. So, noch ein paar Säcke. Die Zellen sind alle zu. Ah, ich kann nicht durchs Gitter schießen. Okay, schade. Das wär's doch jetzt gewesen, oder? Gut, die scheinen mich auch nicht zu sehen, warum auch immer. Da schaue ich jetzt mal auf der Seite. Warum seht ihr mich nicht? Seltsam. Aber egal, die sind eingesperrt, die können da ein bisschen Randale machen, ein bisschen stressen. Was hilft ihnen alles nichts, die kommen nicht raus. Die sind dann so verwirrt wieder und laufen in Zeitlupe los. Oh, der hat meinen Pfeil im Kopf verpasst. Was soll ich tun?
Da. Oben läuft noch einer, es sind auch noch mehrere Zellen da oben. War das alles jetzt hier? Ja, okay. Ja, ein kleiner Raum hier. Ein Gewehr auf dem Tisch. Große Kommode, zweimal Kupfer. Gehen wir mal eine Etage höher jetzt, ne? Ach, der hat wahrscheinlich gar nicht geschrien, das waren irgendwelche aus den Zellen oder wie? Hier ist irgendwie eine Grenze. Ist es die Linie hier oder was? Nö. Oder ist ein Problem mit der Wegfindung, oder? Wird hier nochmal ins Eck geschaut. Bah. Instinkt. Da war noch was. Da steht einer. Auf der Zelle. Ja, da kann er ruhig stehen bleiben, würde ich das mal sagen. So, da war schon mal nichts mehr. Die Zellen sind alle zu. Jetzt fange ich schon mal hier vorne an. Leer. Hier sind zwei Kisten drin. Oh, ich sehe gerade, wir sind schon sehr weit fortgeschritten in der Zeit. Wahnsinn. Da nutze ich doch diese Ruhe hier für die Abmoderation. Und wir schauen in der nächsten Folge, was es hier noch so zu holen gibt. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit, das Gelände zu looten hier. So, schaffe ich wohl einigermaßen gut zu verstehen. Bin ein bisschen angeschlagen, wollte die Folge halt trotzdem nicht ausfallen lassen. Bei der nächsten Folge wird es wohl sich noch so ähnlich anhören. Aber so ist es halt. Also, vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne mal ein Like da, ein Abo sowieso. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.